2022 ist das Jahr der Wiedergeburt der Hannover Messe und der VDE ist natürlich wieder dabei mit neuen Inhalten, tollen Gesprächen, tollen Leuten und ich kann heute schon sagen, es wird eine erfolgreiche Messe für uns, für die Hannover Messe und für den VDE. Wir beim VDE stellen die All Electric Society dar. Das ist eigentlich nichts Neues und wir fangen an so beim Grammophon und gehen bis hin, wie man im Hintergrund sieht, in die Neuzeit der Digitalisierung. Das ist auch ein Kernthema im Spannungsdreieck Digitalisierung, Dekarbonisierung und Souveränisierung, um das sich die ganze Messe schart. Unsere Präsidenten, Professor Armin Schnettler und auch unser Ex-Präsident Dr. Kegel haben zusammen mit unserem Bundeskanzler Herr Scholz am Stand diskutiert. Warum ist VDE Renewables hier auf der Hannover Messe 2022? Auf jeden Fall ist es für uns ein Restart nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Es ist wichtig, dass wir wieder persönliche Kontakte haben, persönlich mit unseren Partnern und Kunden reden und vor allen Dingen die wichtigen Themen weiter treiben. Auf der VDE Pressekonferenz konnten wir mit Martin Jensen, das ist der CEO des GreenTech Campus in Schleswig-Holstein, Holger Behrens, CEO des BSKI, Burkhard Holder, Geschäftsführer der VDE Renewables und live zugeschaltet vom MIT in Boston, Professor Tonio Bonassisi, wirklich Größen- und Kompetenzträger der erneuerbaren Energien, Technologien begrüßen. Intensiv tauschen wir sowohl gesellschaftliche, soziale, industriepolitische und technologische Aspekte aus und trugen sie einem breiten Pressepublikum, das auch per Stream zugeschaltet war, vor.